Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute werden wahrscheinlich endlich mal wieder neue Skins im Shop sein, da ja gestern das große Update kam, was am Ende doch eigentlich gar nicht so extrem groß war. Aber ein paar neue Skins sind eben halt reingekommen und ich denke mal, die werden wir jetzt die nächsten Tage auch erwarten können. Wenn es dir gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, da auch 93% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und wenn ihr auch dann nachher noch den Livestream zum Solo Cup sehen wollt, ab 18 Uhr ist jetzt die neue Zeit, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Die Turniere werden jetzt für die nächste Zeit erstmal alle 18 bis 21 Uhr gehen und nicht 17 bis 20 Uhr. Das werde ich natürlich streamen und schaut da gerne auf Twitch vorbei. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an und heute haben wir, wie vorausgesagt, einen neuen Skin. Und zwar den Bullenhai. Dann dazu die Unter- bis Spitzhacke. Beides nicht mein persönlicher Favorite. Dann haben wir noch den Zero-Skin. Die Nullpunkt-Lackierung. Finde ich sogar eine relativ coole Zero-Point-Lackierung. Es gibt ja mehrere, die so in dem Typ sind. Aber ich finde, das ist so ziemlich die beste. Dann haben wir den Sandsturm-Skin. Einmal mit Maske, ohne Maske und ohne Maske und ohne Kapuze. Dann die männliche Version, hier wieder genau das gleiche, ohne Maske und dann noch ohne Kapuze. Dann haben wir die Emblemlackierung mit einer leichten Animation und den Chrono-Contrail, den man extra tatsächlich kaufen kann. Dann haben wir den Weitschuss-Skin, als nächstes Seestern, war schon seit einer etwas längeren Zeit nicht mehr im Shop, aber ist jetzt auch kein allzu beliebter Skin. Dann haben wir die Qualle noch, als nächstes Haifischgewässer, die Lackierung zum neuen Skin. Hat jetzt aber auch nicht die allerextremste Animation. Dann haben wir den Depp für einen blauen Emote. Ehrlich gesagt viel zu teuer, da man das normalerweise als grün Emote bekommt und den unendlichen Depp. Der ist ja auch blau, kostet dementsprechend genau gleich viel. Nur ist mehr an dem Emote dran. Und dann haben wir noch als letztes Fingerwedler. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.